Also, folgende Sache heute, ein kleines Special. Bevor wir den gleich ausgetrunken haben, gehen wir ins Gym. Und wie gesagt, heute gibt es ein kleines Special, nämlich der Felix. Heute werden wir eher einen ganzen Brustworkout mit ihm filmen, also von ihm filmen. In den nächsten Tagen bin ich dran. Ich denke mal, bei mir wird es der Rücken sein und bei Paul, wenn er überhaupt mitmacht, der die Wade. Wir treffen uns gleich. Okay. Also wie gesagt, gleich sehen wir uns im Gym und dann sehen wir heute alle Übungen, die wir machen für die Brust und für den Trizeps. In kurzen Ausschnitten werden wir dann bei Felix gut beobachten können. Alles klar? Wir sehen uns gleich. So, servus Leute, wir sind wieder im Gym. Daniel ist auch am Start und Felix. Felix wird euch jetzt Bankdrücken zeigen mit satten 55 Kilo. Ja. So, zweite Brustübung, Brustpresse, Felix. Dann sieht gut, in der Ellbogen, schön 30 Grad Winkel. Noch nicht den Limit, 40 Kilo, die er hochnimmt, presst gut raus. Reicht. Perfekt. Schön. Genau. Sehr schön. Siehst du schön auf dem Trizeps? Siehst du schön? Geh dann einfach näher ran. Guck mal den Trizeps. Guck mal den Trizeps kurz. Mach weiter, mach weiter. Schön. So, warte. Was war das? Hast du? Komm. Komm, da gehen noch drei, da gehen noch drei. Okay. Jo Leute, das war jetzt mein Workout. Also heute war ich dran mit Brust und Trizeps. Brust habe ich heute so unnormal gefickt, weil ich einfach mal bei jeder Brustübung, nee, zumindest bei einer, heute 4 Kilo mehr raufgeballert habe. Und man muss sich ja immer steigern und steigern. Ja, wir gehen halt immer, also beziehungsweise ich, wir trainieren immer so eineinhalb Stunden meistens, fast immer, manchmal ein bisschen länger, wenn wir Bauch machen. Ja, ich habe mich gerade noch mal gewogen, jetzt habe ich genau 0,3 Milligramm abgenommen, das heißt, ich wiege jetzt 65,6. Wie viel hast du am Anfang gewogen? Hast du mit 61? Ich glaube 59 oder 61 habe ich angefangen, vor 4,5 Monaten. Ja, das ist halt da, man kann halt nicht, wenn man 6-mal die Woche trainieren geht, kann man nicht so viel zunehmen. Mit 10, 12 Kilo, das dauert dann schon, also bei 12 Kilo dauert das schon ein Jahr oder so, oder? Also, wenn man richtig intensiv trainiert und dabei richtig viel isst. Und warum? Gehst du dann so oft, wenn du weißt, dass du eigentlich zunehmen musst? Wegen dem Volumen, wegen dem Hohen? Naja, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir gehen jetzt 6-mal die Woche. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur 2- oder 3-mal die Woche gehen würde, würde ich sehr viel abbauen und... Schon an Kraft alleine, denke ich mal, oder? Ja, und das Problem ist, wenn ich jetzt 3-mal die Woche gehen würde, das war ja bei mir die Scheiße am Anfang. Wir haben ja gleich 6-mal die Woche angefangen und Paul fängt ja jetzt mit 3-4-mal an. Schön, dass du dich mitbeteiligst am Video. Hi.
Nochmal bitte, hab ich nicht drauf gehabt. Hi. Ja, er fängt halt mit 3-mal die Woche an. Ich habe mit 6-mal die Woche. Hätte ich auch ändern können, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Und ja. Aber ist eigentlich besser, wenn man immer 24 Stunden Regenerierung dazwischen hat. Mindestens 24 Stunden, genau. Ja. Ja, es halt, muss dieses hohe Volumen jetzt weitergehen und es baut da ab. Na, das, Kraft. Was es um, wo es um Motivation geht bei mir. Also bei mir ist Motivation eigentlich hauptsächlich Booster. Wir nehmen den ja immer bei. So 2-3 Mal die Woche, wa? Ja. Mehr würde ich auch nicht empfehlen. Und so. Und ja, weil bei uns merken wir das schon, wo wir das erste Mal den Booster genommen haben. Habe ich schon gemerkt, Alter. Ich glaube, so ein Kratzen hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Na, das ist Beta-Analin. Ja, ja, jetzt nehmen wir den halt nur 3-mal die Woche und man merkt auch schon, dass wir uns schon, dass der Körper sich schon dran gewöhnt hat an den Booster. Ja, das ist, das Problem, da man den halt 3-mal die Woche nimmt und, sag ich mal, 2 Tage hintereinander, weil man was Großes starten will, dann merkt man dann weiter, dass der Körper sich irgendwann, dass es nicht mehr so ist wie am Anfang, was nicht heißen soll, dass ein Booster kacke ist. Mehr Energie. Das Schlimme ist ja auch, wenn ich frühs esse, ich meistens nur Müsli. Eigentlich muss man ja ein bisschen mehr frühs essen, weil die wichtigste Mahlzeit am Tag ist das Frühstück. Ja, ich esse dann wahrscheinlich manchmal nur Müsli, wenn ich gar keine Zeit habe, immer verpenne, wie fast jeden Tag. Und dann halt nur Müsli esse, dann zur Schule gehe, hab 4 Blöcke, 15.15 Uhr holt der Spacko mich hier ab. Und dann gehen wir, muss ich mir den Booster reinpfeifen und dann zitter ich nach dem Training so extrem. Das haben wir ja nochmal angesprochen in unserem vorigen Video mit Fastfood und so, dass man halt viel essen soll. Genau, das ist halt ein Fehler, den du auch noch machst. Wir sind ja alle nicht perfekt, halt, wenn er so wenig isst, weil manche können ja frühs auch nichts essen. Ja, zum Beispiel jetzt, circa... Er hat so vorher nicht so viel gegessen, er nimmt einen Booster, hat ungefähr für die Stunde richtig wieder Power, aber danach geht es ihm scheiße. Und letzte Frage würde ich sagen, wie schaffst du das, dass du, sag ich mal, egal ob du früh viel gegessen hast oder wenig, dass du dir sagst, ey, ich halte jetzt die 3-4 Stunden durch, nichts zu essen, damit der Booster knallt. Manche geben einfach auf nach 2 Stunden und ziehen sich dann trotzdem was rein und dann wundern sie sich, warum der Booster genauso viel juckt. Na, bei mir ist meistens wie Urin von einer Ameise. Naja, bei mir ist es meistens so, dass ich mich so motiviere, wenn ich mir denke, oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. Aber, weil Bauch ist mein Lieblingsmuskel, den ich trainiere. Aber ich gehe nachher schön ins Gym, fick meine Brust mit dem Booster und kann schön meine Brust betrachten. Meinst du also, deine Brust ist dir wichtiger, als in dem Moment den Hunger zu stillen? Ja, weil ich mir einfach denke... Ich trainiere jetzt einfach, das ist immer so. Auch wenn ich keinen Bock auf Fitness habe, denke ich mir, wenn du jetzt weiter trainierst, ich trainiere jetzt seit 4 Monaten, ja. Zeig dir mal ein Bild. Ja, hol mal kurz das Bild raus, dann kann ich das noch sagen. Also ich habe ja so ein voriges Bild, aber jetzt habe ich noch ein Bild. Guckt euch das mal an. Das war, warte mal, bis er zoomt. Ich helfe mal kurz nach. Das war, wo wir angefangen haben. Das war vor 4,5 Monaten, da sah er so aus. Mhm. Und jetzt zeigt man das andere nochmal schnell. Das Ding ist, dass... Zeig das Profilbild. Ja. Bei WhatsApp. Da sind wir. Das hier? Nee, das ist bei WhatsApp. Das Profilbild. Okay, wir warten. Ja, das hier. Und jetzt sieht er halt... Warte mal, bis er richtig zoomt hier. Jetzt sieht er halt so aus. Und wir sehen, er hat eine bessere Brust, er hat einen besseren Bauch. Da ist schon das ganze Stativ an Muskeln, ist doch schon... Der ganze Muskel ist schon einfach mal besser da. Jetzt haben wir 6 Minuten durchgequatscht, war ein kleines Interview. Eine Sache willst du noch. Info. Denkt euch einfach immer, wenn ihr, sagen wir mal, ich war ja früher auch so ein bisschen dünner und so ein Stock. Und ich bin da zwar jetzt auch nicht dabei, aber ich habe schon aufgebaut und früher habe ich mich nicht mehr getraut, draußen mit einem Tanktop rumzulaufen. Jetzt ist mir sowas von Wurst, was andere von mir denken. Und man baut halt mehr Selbstvertrauen. Ich würde auch nicht denken, dass Paul jetzt im Sommer mit einem Tanktop einfach so rumrennt, oder? Ja, das ist die Motivation, das Selbstvertrauen, was man aufbauen muss. Ja, und ich denke mir einfach immer, im Sommer, da sehe ich gut aus und dafür muss ich jetzt arbeiten. Machen wir hier einen Cut am besten, wa? Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr nicht... War auch ein bisschen viel Gelaber, aber das ist ein... Für jeden, der so anfängt, wir machen ja auch noch Fehler, ist ganz klar. Aber... Fortschritte laufen. Felix, brauchen wir noch was sagen? Wenn ihr das Video nicht liked, ganz ehrlich. Das ist der Kollege hier mit seiner wunderschönen Stimme. So ein bisschen Spaß muss sein. 7 Minuten Gelaber. Ich denke mal so 3 Minuten Gefilme. Dann würde ich sagen,
Gebt einen Daumen hoch, abonniert, teilen, ist klar. Wir werden den Tunnelblick auch verlinken und den Wurf, unsere Facebook-Seite, einfach mal in diese wunderschöne Beschreibung vorbeischauen. Genau. Morgen und im nächsten Video seht ihr meinen Tag. Bis denn dann. Ciao. Ciao, ciao.